So, hallo, wir machen weiter. Bei uns am zweiten Versuch Pokémans. Ja, irgendwie funktioniert der Ball anders, als er beschrieben ist. Und das ist mir sehr... Oh, mein Gott. Ja, tschüss, Kollege. Das ist mir sehr recht, wenn der anders funktioniert. Denn ich dachte, ich muss die auf Gegner werfen. Und dann kann ich die capturen. Aber ich kann den Ball einfach werfen ins Nichts und es kommt einfach ein Viech raus. Wie gesagt, das ist mir sehr recht und das hier ist mir nicht sehr recht. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Ne? Also, ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Und wie er sich jetzt auflädt, habe ich auch nicht verstanden. Da stand nichts dort, dass er sich irgendwie speziell aufladen kann. Haben die denn den Repentance vielleicht geändert? Hätte ich. Aber ich will lieber nicht beim Repentance nachlesen, da spoilere ich mich bei irgendwelchen Begriffen. Ich guck ja nach wie vor die Items alt nach. Nach dem alten Modus. Vielleicht haben die den Repentance geändert. Vielleicht haben die den... Okay, jetzt kam einfach nichts raus. Oder es ist Pin und der kommt raus, wenn Gegner da sind. Oh, tschüss, Kollege. Wer kommt jetzt? Okay, keine Ahnung, was du bist. Oh, du hältst ein bisschen was aus. Ja, aber wie ich den jetzt auflade? Keine Ahnung. Also klar, so lade ich ihn auf, indem ich einen Raum schaffe. Das ist logisch, aber dann? Weiß ich nicht. Ganz merkwürdiges Zeug. Ich meine, so, ist mir wurscht. Irgendwie funktioniert der. Ah, dieses Ding macht das. Jetzt ist aber kaputt. Ja, schade. Tschüss, tschüss, Ding. Jetzt haben wir so ein Rollviech, okay. Ja, ja, gut. Dann einmal der Duke of Lies. Ich hätte halt gern gewusst, wie ich die auflade. Ja, guck mal, jetzt hat er sich direkt wieder aufgeladen. Weil der andere kaputt gegangen ist vielleicht, wenn die kaputt gehen, dass ich dann gleich Ersatz praktisch bekomme. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt noch in den Stachelraum gucke. Da war er nicht. Aber da können wir aufladen, ist auch gut. Oh, da waren wir noch gar nicht drin. Da der Shop eh offen ist, können wir mal reingucken und eventuell im Feuer eine Münze abstauben. Oh, die Black Candle wäre natürlich nice, weil sie Flüche verhindert. Kriege ich die Black Candle zusammen? Yes! Und es gibt mir ein schwarzes Herz. Aber das schwarze Herz ist jetzt gleich weg, weil ich ja den Stachelraum noch benutze. Aber ich habe jetzt eine Kerze auf dem Kopf. Was willst du tun? So, da ist der Stachelraum. Hätte ich auch einfach auf die Karte gucken können. Gegner, Gegner, Gegner. Nein, okay. Nee! Ja, wow, der hat mich ja komplett jetzt weggefrühstückt. Das war ja dumm. Oh, ich hätte warten müssen, bis der... Nein! Ich muss warten, bis der rauskommt. Okay. Ja, das war kein guter Stachelraum. Hätte ich mir sparen können, den Stachelraum. Also wirklich. Aber weiß man halt vorher nicht. Na gut. Da ist was in der Mitte, was mir nicht gefällt. Kannst du mich bitte nicht treffen? Das wäre cool. Danke. Ich hau das mal weg, bevor mir das irgendwann Ärger macht. Ja, cooler Raum. Noch ein Stück. Okay, den Schalter kriege ich. Ach so. Jetzt muss ich da raus und den anderen drücken. Ah,
Alter! Okay, jetzt einfach schief laufen, dann passt die Geschichte. Oh Gott, doch Gott, doch Gott. So. Aufregend. Sowas. Richtig aufregend. So. Okay. Ist hier alles umsonst gelaufen, aber es ist ja schön, um Viecher zu holen. Jetzt ist er aufgeplatzt und dann habe ich Neues bekommen. Also wahrscheinlich wirklich, wenn einer sich verabschiedet oder so. Ja, wenn die angreifen. Ja, ja, irgendwie so. Wenn die angreifen und sich dann. Yo, ist so ein Herz. Okay, cool, cool, cool. Noch einer gleich hinterher. Sehr schön. Aber wir haben vorhin gesehen, wie schnell die weg sein können. Ne? Mit ein Raum und zack, alle weg. Einfach weil der Raum die wegschießt, bevor ich irgendwas. Nein, geht weg, nicht in die Mitte gehen. Oder so Bomben. Die gehen halt da nicht weg von den Dingern. Das ist das Problem. Ah, nee. Shop brauchen wir gar nicht besuchen mit den paar Münzen. Gehen wir erstmal zum Boss. Machen wir erstmal Boss, weil jetzt haben wir noch eine schöne Chance auf den Devil Deal. Eine nach dem anderen hier bekommt. Ich kann schon wieder werfen. Was ist los? Hä? Also wahrscheinlich immer, wenn die. Also, wow. Das ist ja sehr stabil gewesen. Damage und Range Up ist natürlich super gut. Und ich habe gar keinen mehr. Ich habe alle verloren in dem Kampf. Was zum. Okay. Yo, der legt auch los, der Kollege. Finde ich gut. So, hier ist nichts weiter. Dann einmal noch Stachelraum kontrollieren und Abflug. Ist halt das blaue Herz wieder weg. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es kann ja sinnvoll sein. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Aber der explodiert, ne? Das heißt. Ah, nee. Okay. Okay, ich hab jetzt. Ja, gut, ich. Ja, ich bin mit. Ja, es ist Status Quo. Es ist Status Quo, bis auf dass ich mein Viech verloren habe. Okay. So, jetzt. Geht direkt weiter, weil der andere. Ah, weil der andere kaputt ist, scheinbar. Okay. Also die müssen es entweder Dings, die haben das völlig falsch aufgeschrieben bei Platinum God, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Oder die haben einfach das Item vollständig geändert in Repentance. Was ich dann aber gut finde, weil so finde ich das Item sehr angenehm, wenn da einfach Viecher rauskommen und ich ihn nicht erst capturen muss. Ich dachte, ich muss die erst capturen, ich hatte das so in Erinnerung. Habe ich am letzten Part so angefangen, ne? Dass ich gesagt habe, ich muss die capturen und so. Und dann wollte ich da hin. Und dann kam aber einfach schon das Viech raus. Und dann war ich happy. Da ist ein blauer Stein. Sehr schön. Ah, nee. Ah, ich kann schon wieder werfen. Aber wie gesagt, also keine Ahnung. Es ist ein Mysterium, wie sich das jetzt auflädt, genau. Jetzt habe ich wieder einen. Jetzt ist wieder einer kaputt und dann kam, glaube ich, die Aufnahme. Ach, keine Ahnung. Ich höre auf, jetzt immer wieder das Gleiche zu sagen. Ich rede immer wieder das Gleiche. Das sollte ich nicht tun. Ich sollte nicht immer wieder das Gleiche sagen. Ich höre jetzt auf, immer wieder das Gleiche zu sagen. So, ja, können wir eigentlich jetzt gleich reingehen. Wir haben genug blaue Herzen. Neues. Also, naja, ein blaues Herz opfern, ein blaues Herz bekommen. Neues. Naja, Neues ist was anderes. Ich hasse euch. Ja, geh weg. Genau so ist es. The Fool. Okay, kann man nutzen. Oh, jetzt habe ich den Kollegen. Auch interessant.
Aber der reagiert jetzt von selbst nicht. Den müsste wirklich ich steuern. Also den steuere ich indirekt. Das ist sehr suboptimal. Weil ich der immer entgegengesetzt steuern muss. Oh nein, viele Explosionsdinger. Ich werde alles verlieren. Ich werde alles verlieren. Alle werden sie explodieren. Kann es nicht ändern. Oh, guck mal, ich krieg die ganze Zeit neue. Wahrscheinlich, weil sie gerade wirklich alle explodieren. Ja, wie angekündigt. Oh. Okay, gehen wir zum Boss. Haben alles hier gemacht, was wir machen konnten. Nehmen wir Buttercap mit und Abflug. 100% Satan-Deal-Show. Oh mein Gott, das war dumm. Also jetzt lass mich wieder, hör doch auf, dich treffen zu lassen, du Doofkopf. Das ist dein Ernst. Ich begreif schon überhaupt nicht, wer meiner ist und wer nicht. Ja, das da oben ist nicht meiner. Da ist mein Satan-Deal. Da gehen wir erstmal rein. Und kriegen... nee. Das nehmen wir nicht mit. Und haben jetzt Angel Deal 18,8%. Beziehungsweise, wenn ich jetzt weitergehe, müsste es ein Stück noch hochgehen, ne? Jetzt gehen wir aber wirklich weiter. Und jetzt haben wir... Ne, es bleibt bei 18,8%. Okay, na meinetwegen. Oh nein, das ist wieder der Raum, wo ich meine Viecher verliere, wenn ich nicht schnell genug bin. Erstmal neues Viech spawnen, nicht Doofkopf. So. Naja, war nicht so gut. Aber jetzt sehen wir ein paar andere Gegner, die wir noch gar nicht kennen. Das ist auch cool. Weil da tauchen jetzt aus allerlei Regionen Gegner auf. Überall, wo die zu Hause sind. Aber ich kann überhaupt keine mehr capturen. Also ich dachte, man kann die capturen mit dem Pokéball. Ich habe das so in Erinnerung gehabt. Das muss sich vollkommen geändert haben. Jetzt habe ich doch wieder das gleiche gesagt wie vorhin. Weil ich einfach viel zu perplex bin. Will ich einfach so einen Boss spawnen? Einfach Satan oder so? Das passiert wahrscheinlich nicht, weil nur normale Gegner rauskommen. Oh, Child's Heart ist natürlich auch nicht verkehrt, aber nehmen wir nicht mit. Okay. Macht Boom, macht Boom, macht Boom. Oh, nee! Ich dachte, das macht Boom, aber es hat nicht Boom gemacht. Oder ist dieser... Yo, ich hab... Oh mein Gott, ich hätte jetzt nicht ausweichen können. Was ist dieser Holzscheitel? Was macht der? Hält der Türen offen vielleicht? Ich guck den mal kurz nach. Was das für ein Trinket ist? Ein Afterbirth Plus Trinket? The last door, Isaac, when through stays open. Ah, ich kann aus dem Raum rausgehen. Ich kann also während eines Kampfes den Raum verlassen. Ist vielleicht gar nicht so doof, wenn ich in den Raum reingehe, der blöd ist und ich den Raum nicht machen müsste, kann ich rausgehen. Das behalten wir mal. Okay, der Raum ist nicht blöd. Also es ist so schwer zu entscheiden, was meine Schüsse sind und die von anderen. Oh mein Gott. Haben wir jetzt alles? Okay. Vor allem kann man auf die Art und Weise den Boss previewen und dann wieder rausgehen, ne? Kommt mir auch gerade so. Eigentlich eine coole Sache. Sehr schön. Mit den ganzen Brimstone-Dingern ist das gerade echt nice. Also gut, es ist ein Brimstone-Ding, aber das ist gerade echt nice. Ich hoffe, das können wir beibehalten. Oh nein, jetzt wird es gesprengt. Jetzt wird es gesprengt. Ich sehe schon, dass es gesprengt wird. Ich sehe schon kommen, dass es gleich weg ist. Bleib schön hier oben, Kollege. Mach dein Brimstone, aber lass dich nicht treffen, okay? Cool. Haben wir noch Gegner hier? Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, nice. Der ist wieder dabei. Der spawnt richtig viel Zeug. Das ist sehr gut. Job braucht man nicht. Da ist der Boss. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Schnell drücken. Schnell drücken. Okay, ich probiere einmal den Geheimraum. Ich habe einfach kein Glück mit diesen. Das gibt's doch nicht. Mann. Okay. Ab zum Boss. Okay, Gertie Junior. Und die Tür ist jetzt einfach offen. Yo, das war ein stabiler Kampf. Leider kein Engelraum. Aber was soll's.
Ich überlege jetzt, ob ich den Stachelraum noch besuchen soll. Ich würde aber das blaue Herz fast lieber behalten, damit ich die Chance auf Räume im nächsten Dings wieder habe. Ich würde jetzt wirklich den Stachelraum gerade ausnahmsweise mal nicht besuchen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Abflug. Ich meine, ich könnte mich mit The Fool raus teleportieren. Ich weiß. Oh Gott, die da oben müssen weg. Die da oben müssen weg. Die da oben müssen weg. Okay. Jo, was bist du denn? Cracked Dice, you feel cursed. Ich weiß nicht, was es tut. Lass es mal. Ich will jetzt auch nicht jedes Trinket ständig nachgucken. Irgendwann habe ich keine Lust mehr. Aber wir sind herztechnisch noch nicht so geil, muss ich mal sagen. Jo, Mist. Das habe ich nicht gesehen, dass ich da reingezogen werde. Das war nicht so geil jetzt. Aber ich habe alles verloren. Mein Brimstone-Viech ist auch weg. Scheiße. Weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe alles... Oh nein! Selber Brimstone-Mistdinger. Nee, da ist es nochmal. Oder ist es das Gleiche? Das Gleiche... keine Ahnung. Ist auch wurscht. Okay, doofer Raum. Tschüss. Okay, haben wir einen Stein, den ich sprengen will? Spontan sehe ich nichts. Dann gehen wir da auch erstmal nicht rein. Ich habe auch nicht so viele Münzen dafür. Oh Gott, da oben ist schon wieder... Ich wollte gar nicht rauslaufen, aber ist okay. Nein, ich laufe da rein, ich Blödkopf. Oh mein Gott. Hier ist viel zu viel Party. Eieiei, schlecht. Mit Energie sind wir echt schlecht dran. Mit Energie sind wir super schlecht dran. Bossraum. Geht weg von den Dingern. Okay, cool. Irgendwo noch ein cooler Stein dabei? Nee, na dann gehen wir wohl in den Bossraum. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut gehen wird. Ich glaube es nicht. Okay, The War. Nee, weg von den Bomben, Freunde. Nein, sie sind alle weg. Nee, noch nicht alle. Okay. Oh, da oben ist blauer Stein aufgetaucht. Sehr schön. Okay, da ist irgend so ein Stachelding. Okay, das Stachelding macht Bumm. Ja, doch, den haben wir. Den haben wir. 12,8% Chance auf den Angel Deal. 12,8% Chance. Let's go! Schade. Aber wir machen gerade einen Meatball aus meinem Meatcube. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir noch? Gucken wir noch? Ich würde schon noch ein bisschen gucken. Bin mit dem Dings gerade noch nicht so zufrieden. Mit dem Output. Oh Gott, das ist jetzt doof. Okay. Haben wir sie weg? Gut, wir haben sie weg. Da ist... Oh nee! Da gehe ich raus. Den Raum mag ich nicht. Den Raum mag ich nicht. Da gehen wir mal ganz fix raus. Okay, also hier, nee, da kann keiner sein. Ah, oh, nee. Furchtbarer Raum. Ja, hier könnte schon was sein. Nice. Oh, yes! Oh, gehen die das Feuer? Das ist ja... Sind die jetzt alle in einem Feuer? Okay, alle nicht, aber... Uff. Das ist ja unangenehm gewesen. So, sehr schön. Wir lernen fliegen. Das ist optimal. Fliegen ist gut. So, ich hole mir das Buch aber nicht, weil ich es einsetzen will. Sondern weil ich, wenn ich drei Bücher noch bekomme, dann Bücherwurm werde. Und Bücherwurm ist cool. Ne? Das ist das Ding.
So, und jetzt kann ich ja auch unbeschadet hier einmal reingehen. Dann gucken. Dann die Viecher hier besiegen. Und dann hier landen. Und dann das Damage ab mitnehmen. Und weil mir das schwarze Herz wichtiger ist, porte ich mich jetzt mit der Früh wieder raus. So machen wir das. Okay. Ich meine, ich habe gesagt, herztechnisch ist nicht so geil. Und dann, ne, ich weiß, nehme ich hier das Dings mit. Aber was soll ich tun? Nein, nichts für mich. Gehen wir noch in den großen Raum? Ne, den großen Raum lassen wir jetzt lieber. Den großen Raum lassen wir jetzt lieber großer Raum sein. Das ist okay. Jetzt kann mit der Raum hier auch nichts mehr. Ich könnte hier sogar mal in Ruhe reingucken. Da passiert... Ah, naja. Ich glaube, die Dinger sterben an den Stacheln, kann es sein. Ist nicht so geil. Ich glaube, die sterben selber an den Stacheln. Ja, das ist blöd gewesen. Ah, ne, da hinten war nichts weiter. Gut, Abflug. Wir gehen. Wir gehen. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Immer noch nicht die beste Lage und Ausgangssituation, aber was soll's. Mal gucken, wohin es führt. Ich bin noch nicht so guter Dinge, muss ich gestehen. Okay. Komm schon. Ach komm, das ist doch doof. Oh, hier geht's gar nicht. Nein, sie sind alle kaputt. Das war doof. Aber ja, es ist wirklich so. Immer wenn einer kaputt geht, kommt direkt der nächste nach, scheinbar. Ja, da, zack. Das scheint irgendwie zusammenzuhängen. Aber nur manchmal, auch jetzt nicht immer. Na, jetzt ist nur noch einer da. Irgendwie, keine Ahnung. Das weiß ich. Oh Gott. Oh je, Shop ist jetzt eigentlich auch nicht so das Beste hier zum Besuchen mit 10 Münzen. Oh nein! Schnell alles kaputt machen. Ah, ich hätte einfach rausgekonnt. Ich habe ja den Door-Dings dabei. Siehst du, für sowas nutze ich das dann wieder gar nicht. Da kaufe ich so ein Ding und dann nutze ich es nicht, wenn es sinnvoll ist. Ach, ich könnte schon wieder was werden hier. Oh, ich kann ja schon einsetzen. Ich muss wirklich mal gucken, sobald ich einsetzen kann, dass ich den auch einsetze. Naja, das ist alles nicht so optimal hier bisher. Oh, der ist cool. Der ist cool. Der gibt ordentlich Stuff. Das war der Start. Oh, yes! Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass ich das andere Guppy-Item nicht gekauft habe, ne? Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass ich das andere Guppy-Item nicht gekauft habe. Ah, Mann. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Wir könnten jetzt einen Schritt vor Guppy sein. Naja, was soll's. Na, ah, ich hab's befürchtet. Was willst du tun? Was willst du tun? Es ist halt so. Würde die Friendly Flies zufällig bekommen? Ich glaub's irgendwie nicht. Aber wir haben überhaupt kein Glück. Wenigstens Herzen, komm. Alter, noch eine Fliege und ich gehe raus. Okay, alles klar, ciao. Doofkopf. Ein Sprengchen zumindest. Hier. Hast du davon. Mich ja auf die Nerven zu gehen. Oh, nice. Aber jetzt erstmal hier den Raum überstehen.
Das ist leider gar nicht so nice. Okay. Uff. Ich hab nicht gesehen, dass eine Bombe rauskam. Das war doof. Ich habe die Bombe echt nicht wahrgenommen. Das war sehr doof. Also verabschieden sich meine ganzen Herzen direkt wieder. Dürft ihr zu Recht meckern, dass das gerade richtig blöd war? Ach ja. Okay, hier ist einfach nur eine Batterie in der Mitte, aber die kann ich ja mitnehmen, weil... Wo ist eine Aufladung? Why not? Oh Gott, ich wäre fast innen reingerannt. Junge, 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 Junge. Ich renne hier fast überall rein gerade. Macht euch mal weg, Kollegen. Macht euch mal ganz fix weg. Hier! Da spawnt der einfach in mir drin, der Frechsack. Frechdachs wollte ich sagen. Frechsack. Wahrscheinlich ist es ein Frechsack. Frechdachs wollte ich sagen. Hat nicht funktioniert. So, Steine gucken. Hier natürlich wieder nix. Es sind so viele Steine. Ich sehe kein X. Ach komm schon. Jo, bitte! Der ist einfach hochgeschossen, okay. Kann man mal machen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl hier bei der ganzen Geschichte. Komm, HP ab. Oh, das nehme ich auch. Das nehme ich auch sehr gerne mit. Wer ist jetzt noch Gegner? Der da, ne? Ja. Der ist noch Gegner. So, jetzt ist alles offen. Der springt. Ich sag's noch, der springt und... Treff ihn trotzdem nicht. Huch. Was hab ich jetzt runtergeschmissen? Oh, was ist runtergefallen? Ah, mein Radiergummi. Okay, Boss. Oh mein Gott. Wenn wir bitte nicht... Okay, jetzt müsste ich da eigentlich rein können, einfach, ne? Puh. Puh. So, Boss. Hier, Geheimraum. Okay, diesmal gebe ich nicht nach. Diesmal spreng ich, bis ich ihn habe. Ich spreng, bis ich ihn habe. Danke. Nice. So. Frage, was machen wir noch? Nix mehr. Naja, mit 12 Schlüsseln können wir noch den Shop. Jetzt mit 12 Schlüsseln gehe ich in den Shop und wenn es nur ein blaues Herz ist, was ich kaufe. Wir brauchen verflucht Energie. Wir brauchen verflucht nochmal Energie. Ich bin leider energietechnisch nicht so gut beieinander. Muss man leider so sagen. Muss man leider so sagen. Du bist so ein Blödmann, ne? Jetzt haut er mir nämlich noch Viecher weg. Jetzt haut er mir noch Viecher weg. Oh, nee. Ja, das war jetzt blöd. Ah, na gut, dann eben so. Können wir noch den anderen Geheimraum gucken. Hier kann er nicht sein. Sowohl links als auch rechts nicht. Dann wäre hier eine Option. Das müssen wir mit dem Raum kontrollieren. Ja, hier wäre möglich. Okay. Dann wäre aber auch... Moment, das muss ich mit dem anderen Raum noch kontrollieren. Ja, hier wäre auch möglich. Das war nicht, was ich wollte. Aber ist okay. Gut, jetzt haben wir alles, was wir tun konnten. Mehr kann ich nicht tun. Ich hoffe, es geht gut. Die Herzen gefallen mir nicht. Mein Damage gefällt mir nicht. Meine HPs gefallen mir nicht. Wir werden sehen, was passiert. Hier ist es die blaue Mom. Au. Au.
glaube, die spawnen keine Gegner, ne? Sowas war es. Irgendwie sowas war das. Ich wollte gerade das blaue Herz holen und dann haut die mir aufs Gesicht. Ach du blöde Kuh. Oh, die spawnt doch Gegner. Alter, die Hand, ey. Die hätte böse gehen. Oh Gott, nee, nicht die Dinger. Mist. Keine guten Voraussetzungen hier. Nee, alles hier scheiße. Kriege ich auch keine Kollegen mehr, ne? Bin ich auf... Oh, nee! Ach, scheiße. Okay, das war dieser One. Es hat noch nicht sollen sein. Ich bin aber auch, also... Der andere, den wir vorhin hatten, der lief besser. Der ärgert mich, dass der schief gegangen ist. Da war ich komplett blöd. Da war ich einfach, ja, gerade läuft noch nicht so. Gerade läuft noch nicht so. Danke fürs Zuschauen. Ich wollte es gerade ausmachen, bevor ich sage. Und tschüss.